Diese Filmfinale werden dir mit Sicherheit einen Schauer über den Rücken jagen. Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir unsere Top 10 der schaurigsten Filmfinale. Bevor wir anfangen, vergiss nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. In dieser Liste betrachten wir die furchterregendsten Filmenden, die wir finden konnten. Die Beiträge unterscheiden sich methodisch, bleiben aber in ihren Auswirkungen konsistent. Wir beziehen nicht Horrorfilme auch ein, denn Horrorfilme haben von Haus aus in der Regel ein gruseliges Ende. Und da diese Liste genau genommen ein einziger Spoiler ist, ist hier definitiv ein Spoiler-Alarm angesagt. I do wish we could chat longer, but I'm having an old friend for dinner. Nummer 10. Du hast gerufen, Candymans Fluch. Have you ever heard of Candyman? Haken und rachsüchtige Gewalt, sicherlich ein beunruhigendes Konzept und das düstere Finale dieses Films hilft dem nicht entgegen. Jesus, it stinks. Am Ende von Candyman, das übrigens auf einer Clive Baker-Geschichte basiert, opfert sich die Studentin Helen für ein Kind und lässt ihren Ehemann Trevor im Land der Lebenden zurück. Wo er mit einer seiner Studentinnen anbandelt, möchten wir hinzufügen. Während er im Haus seiner neuen Liebschaft ist, spricht Trevor Helens Namen aus reiner Trauer heraus aus. Und wer erscheint? Der Geist von Helen, wütend und bereit zu töten. What's the matter, Trevor? Scared of something. Es ist eine brutale und unerbittlich gewalttätige Art, einen Film zu beenden. Aber andererseits ist das schließlich ein Film über hakenschwingende Geister. Nummer 9. Das ist ein guter Junge in Psycho. We have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. Er würde keiner Fliege was zuleide tun, oder? Oder? Well, a boy's best friend is his mother. Was auch immer der Fall ist, diese einfache, aber wirkungsvolle Schlussszene aus Alfred Hitchcocks Psycho-Horror aus dem Jahr 1960 hat ihre eigene Art, Leute an ihre Grenzen zu bringen. In den letzten Szenen des Films gehen einige Polizisten zu ihrem Gefangenen Norman Bates. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. Das Publikum bekommt schließlich einen Einblick in Bates Gedanken. Wir hören seine Mutter Norma, wie sie ihre Unschuld bezeugt, und die Kamera zoomt dabei langsam auf Normans unheimlich zufriedenes Gesicht. He was always bad, and in the end he intended to tell them I killed those girls and that man. Seine Psyche ist total gespalten und Norman Bates ist irgendwie erschreckender, so in sich selbst versunken, als wenn er frei wäre, um nach Belieben zu töten. I hope they are watching. They'll see and they'll know and they'll say, why she wouldn't even harm a fly. Nummer 8, das teuflische Fotofinish Insidious. To be honest, I've never seen anything like it. Eine Horrorfilmregel, die man nicht vergessen sollte. Dämonische Besessenheit endet nicht unbedingt nur, weil du denkst, dass sie beendet ist. Insidious bereitet sich auf ein triumphales Ende vor und die Lambert-Familie scheint frei von dem Spuk des Dämons, der sie geplagt hat. Paranormale Ermittlerin Alice wird jedoch Josh Lambert gegenüber misstrauisch und als sie ein Foto von ihm macht, wird er extrem wütend. Why did you do that? Die Spannung der Szene wächst, als Joshs Frau heraufkommt und endet mit der schockierenden Enthüllung des Fotos und einem letzten Schockmoment dank Josh. Diese Geschichte ist wohl doch noch nicht ganz zu Ende. Nummer 7. Habe eine Idee, Enemy. My name's not Anthony. No, I'm calling to speak to Daniel St. Clair, the actor. Alle Filmfinale auf unserer Liste sind erschreckend, aber dieses ist auch ein bisschen bizarr. What's happening? Jay Gyllenhaal spielt zwei Charaktere, Geschichtsprofessor Adam Bell und Bühnenschauspieler Anthony Clair.
Am Ende des Films spricht Bell mit seiner neuen Geliebten Helen, nur um einen überraschenden Anblick vorzufinden. Helen? Von Angesicht zu Angesicht mit einer riesigen Tarantel zu sein, ist schaurig an und für sich. Aber das ist hier nicht das Problem. Es ist Bells zurückhaltende Reaktion, die noch gruseliger ist. Anstatt Angst zu haben, scheint er stattdessen gleichgültig. Zu behaupten, dass alles offen für Interpretationen ist, wäre die Untertreibung des Jahres. In the room below. Nummer 6. Knopf, Knopf, wer hat den? Drag Me to Hell. Soon it will be you who comes begging to me. Wenn man davon spricht, etwas in letzter Minute zu vermasseln. In Drag Me to Hell hat sich die standhafte Bankkreditangestellte Christine scheinbar von einem Fluch befreit, der sie zur Hölle verdammt hätte. Erleichtert kann sie sich jetzt auf eine strahlende Zukunft vorbereiten. Es gibt nur ein kleines Problem. Ihr Freund Clay taucht auf und hat einen Knopf bei sich, den Christine benutzen wollte, um sich von diesem Fluch zu befreien. Als das Publikum Christines Hoffnungslosigkeit erkennt, fällt sie rückwärts auf offene Bahngleise und der Titel des Films trägt endlich Früchte. Nummer 5. Die Kamera lügt nie. Wreck. A ver, que nadie se mueva de aquí, eh? Vale? Bueno, y tú deja de grabarte una puta vez, joder! Bleibt ruhig und lasst euch nicht erwischen. Ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn man diesem Rat nicht folgt, wird in Wreck gezeigt, einem spanischen Horrorfilm. Es geht um die Untersuchung eines Virenausbruchs und um Reporter, die versuchen zu überleben. Angela und Kameramann Pablo stecken schließlich in einem Penthouse fest mit einem dämonenbesessenen Mädchen, welches sie offensichtlich meiden wollen. Unglücklicherweise geht dieser Plan daneben, als die beiden brutal angegriffen werden. Und der Film endet, als Angelas letzter Hoffnungsschimmer zerstört wird, gerade als sie die Kamera erreicht. Nummer 4. Geh nicht in den Keller. Blair Witch Project. Have you ever heard of the Blair Witch? Filme über gefundenes Filmmaterial bedeuten meist kein gutes Ende für die Leute darin. Nimm zum Beispiel das Blair Witch Project. Das ist ein fiktiver Dokumentarfilm über drei studentische Filmemacher, die verschwinden, während sie Nachforschungen über die titelgebende Hexe anstellen. The woods around Halloween time is a creepy enough phenomenon. Als der Film abrupt endet, sind die Studenten Heather und Mike dabei, in einem verlassenen Haus nach ihrem Freund zu suchen. I hear you. Josh! Nach und nach wächst das Gefühl, dass die beiden beobachtet werden und dann findet Heather Mike, der auf eine Wand starrt, bevor sie selbst angegriffen wird. Der Mangel an Zusammenhang und der Überschuss an Mehrdeutigkeit macht es umso angsteinflößender. Nummer 3. Die Augen seines Vaters in Rosemary's Baby. We have to make a baby. Du solltest wirklich für Rosemary's Baby beten. Zum Höhepunkt dieses Films von Regisseur Roman Polanski wird die Namensgeberin misstrauisch, sowohl den Bewohnern ihres Apartmenthauses gegenüber, als auch über das Verschwinden ihres Neugeborenen. What have you done to it? What have you done to its eyes? Als sie weiter nachforscht, findet sie die anderen Mieter um ihr Kind versammelt und dann wird enthüllt, dass ihr Baby der wortwörtliche Sprössling Satans ist. What have you done to him, you maniac? Satan is his father, not Guy. Diese Offenbarung und Rosemarys entsetzte Reaktion über das Aussehen des Kindes sind jedoch nicht genug. Der Film endet mit unheimlicher Musik und einem verunsichernden Hinweis. Nummer 2. Fahrgemeinschaften sind nicht cool. Nightmare, mörderische Träume. This is God. Also wenn das nicht gewesen wäre, hätte die Sache vielleicht gut ausgehen können. Come to Freddy. Kurz nachdem unsere jugendliche Heldin Nancy Thompson Freddy Krüger scheinbar besiegt hat, erscheint sie vor ihrem Haus. Ihre Freunde sind am Leben und ihre Mutter wünscht ihnen alles Gute. See ya.
Allerdings ist alles nicht so heiter, wie es scheint. Nancy und ihre Freunde werden von etwas, was man nur als Dämonenauto beschreiben kann, entführt, als der vertraute Kinderreim ertönt. Und dann wird Nancys Mutter schlagartig und ohne Vorwarnung von Freddy gepackt und das Publikum bleibt im Schock. Es sind schaurige Szenen wie diese, die die Leute dazu bringen, die Elm Street-Filme weiterzuschauen. Und bevor wir unsere gruselige Nummer 1 vorstellen, gibt es hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. Nummer 1. Geh und frag Alice in Freitag der 13. Und so wurde eine Filmreihe geboren. The counselors weren't paying any attention. They were making love while that young boy drowned. Freitag der 13. bewegt sich Richtung Finale mit einem siegreichen Unterton. Alice, die einzige Überlebende, erwacht und sieht, dass die Polizei Crystal Lake untersucht. Und dann taucht plötzlich die verwesende Leiche von Jason Voorhees auf, um Alice ins Verderben zu ziehen. Zum Glück ist es nur ein Traum, als Alice in einem Krankenhaus erwacht und dann die Polizei darüber informiert, was passiert ist. Everything's over. Doch als man erfuhr, dass kein Junge im See gefunden wurde, sorgten die Worte von Alice dafür, dass das Publikum in Angst nach Hause ging. Und das ist wahre Angst. Then he's still there. Stimmst du unserer Liste zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.